ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Physiogymnastik, heute mit Physio-Pilates. In Pilates geht es darum, dass wir aus dem Powerhouse, aus unserem Körperzentrum heraus Bewegungen ausführen. Wir mobilisieren wichtige Gelenksysteme, die wir im Alltag auch beweglich benötigen, und wir stabilisieren genau da, wo wir Stabilität im Alltag brauchen, das heißt in unserer Körpermitte. Und dazu stellst du dich schon mal hüftschmal auf und spüre dein Powerhouse. Versuche, durch die Nase ein, durch den Mund auszuatmen und deinen Beckenboden zu aktivieren. Sag ruhig das Wort Ich. Dann spürst du Beckenboden, tiefen, queren Bauchmuskel, Anteile des Zwerchfells und Anteile der schrägen Bauchmuskulatur. Und spürst vielleicht auch gleich, wie du dich aufrichtest und streckst in Richtung Decke. Diese Stabilität beibehalten, wenn wir uns gleich bewegen. Dazu Fersen schließen, großen Zehen schließen. Jetzt spann dein Gesäß an und spür, wie die Fußspitzen von ganz alleine nach außen rutschen. Merkst du? Und dann merkst du auch, wie die Innenseiten aktiv werden, deine aufrichtenden Strukturen. Innenseiten, Beckenboden, tiefer, querer Bauchmuskel. Und richte dich auf zur Decke, wachse so ein paar Zentimeter nach oben. Lass die Schultern ganz locker. Einfach mal nach hinten kreisen. Und dann lass deine Schultern fallen. Nimm deine Arme über die Seite nach oben und mit dem Ausatmen deine Arme wieder sinken lassen. Einatmen über die Seite. Mach das Ganze in deinem eigenen Atemrhythmus. Einmal einatmen und dann löst du, nimmst deine Arme wieder langsam tief, deine Handrücken zeigen nach vorne zu mir und nun ganz kleine Kreise mit langen Armen ausführen und du kreist einatmend nach oben und mit dem Ausatmen kehrst du wieder um und kreist die Arme nach unten, einatmend nach außen. Und ausatmen, umkehren, wieder nach unten. Bleibe in der Mitte stabil. Einatmen und aus. Nochmal ein, Nase ein und Mund-Lippen-Bremse, wieder ausatmen. Letztes Mal noch. Dann löst du die Arme, hältst diese Stabilität in deiner Körpermitte, kommst nach rechts unten, einatmen und mit dem Ausatmen wieder tief. Einatmen links unten und ausatmen wieder tief. Dein Rhythmus, dein Tempo, langstrecken, auch die Dehnung in deiner Seite spüren. Dann löst du noch einmal wieder auf, lässt deinen Rücken rund werden mit dem Ausatmen, lass dich fallen, atme ein, richte dich auf, heb dein Brustbein, atme aus, werde rund, atme ein, richte dich auf,
Brustwirbelsäule muss beweglich sein für einen gesunden Rücken. Mach nur weiter. Letztes Mal noch rund werden. Und dann richtest du dich auf und beugst deine Knie und schiebst dein Steißbein in Richtung Boden und drückst dich mit den Fersen in den Boden wieder weg. Nochmal tief. Aktiviere deinen Beckenboden, drück dich nach oben. Und wenn du jetzt tief gehst, nimmst du die Arme wie auf Wolken zur Seite und drückst dich wieder weit nach oben weg. Beugen und wieder wegschieben. Dein langer Rücken, streck deinen Rücken. Mach nur weiter. Denke mal wieder daran, zu wachsen in Richtung Decke, lang zu werden, dich zu strecken. Löse deine Arme, stütz dich ein und jetzt kommst du tief nach rechts. Ein Stück beugen deine Knie und drück dich wieder nach oben, nach links. Leise abfedern und drück dich wieder weg, nach rechts. Abfedern und wegdrücken, Innenseiten zusammenziehen. Halte, stopp, Arme zur Seite. Und jetzt machst du ganz kleine Kreise mit deinen Armen nach vorne. Spannung in der Mitte, spür deine Schultern. Spür deine Körpermitte. Komm langsam wieder zurück, löse und wechsel gleich zur anderen Seite. Noch einmal lang strecken, tief setzen und ganz kleine Kreise. Und jetzt nach hinten zurück. Mitte ist fest. Spür die Schultern. Geht noch. Letzten Male noch. Ganz langsam wieder zurückkommen. Lösen. Fersen öffnen. Einatmen nach oben und ausatmen. Lass dich fallen. Einatmen hoch und ausatmen ganz locker. Ein und aus. Und dann halte ein Bein, nimm ein Bein mit hoch, halte hier. Wenn jetzt rechts oben ist, nimmst du deine linke Hand an dein Knie und versuchst dich ausatmend nach hinten zu drehen. Einatmen über unten. Und ausatmen, wieder zurück. Es darf wackeln. Du könntest auch die Fußspitze unten lassen, wenn es dir zu viel ist. Dann löst du auf. Und wechselst gleich die Seite. Arm nach oben, aufrichten, ausatmen, zurück. Einatmen, Länge und aus. Mach dich wirklich lang und dreh dich so weit, wie du kannst, nach hinten. Wackeln. Noch einmal Länge zurück und entspannen. Kurzen Moment nachspüren, locker lassen. Und dann rollst du dich ab nach unten und du kommst, wie du möchtest, jetzt nach unten
zum Liegen. Mach ruhig hier deinen Rücken nochmal rund. Beweg deinen Rücken, deine ganze Wirbelsäule, entspann dich. Und dann kommst du in die Seitenlage. Leg deinen Kopf auf deinen Oberarm. Dein unteres Bein ist im vorderen Eck deiner Matte. Und du ziehst dein Bein so richtig lang hier raus. Becken ist senkrecht, die Hand stützt in den Boden. Und nun kreist du, also du beugst dein Knie, ziehst es nach vorne und schiebst mit deiner Ferse wieder zurück. Einen riesengroßen Kreis beschreiben. Hüfte bewegen. Noch einmal, Beweglichkeit Hüftgelenk, halte jetzt deine Ferse über dem unteren Bein und kicke vorne und hinten. Ganz kleine, ganz gestrecktes Bein. Halte, löse kurz auf. Hast du gespürt? Einmal nach oben drücken, gleich zur anderen Seite. Und dein unteres Bein in das vordere Eck deiner Matte, leg deinen Kopf ab. Drück mit der Hand in den Boden, zieh dich hier raus. Ganz weit nach hinten beugen, nach vorne ziehen. Dein Tempo wirklich so, wie es für dich okay ist. Den Atem fließen lassen. Vielleicht immer ein Stück weiter, noch ein Stück größer werden. Halte dann über dem unteren Bein, mit der Ferse kickst du jetzt vorn und hinten. Dann halte noch einmal dein Bein und leg's langsam wieder ab, entspann. Sehr schön. Komm in die Rückenlage, mach dich ganz klein einen Moment, zieh deine Knie zu dir ran, richtig fest herziehen, den unteren Rücken, ein bisschen entspannen, hin und her rollen. Stell deine Füße nacheinander auf und jetzt schiebst du dein Steißbein in Richtung Fersen und versuch wirklich jeden einzelnen Wirbel nach oben zu rollen, bis du maximal bei deinen Schulterblattspitzen angelangst. Und von oben kommst du ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder tief. Lass dir Zeit, mach in deinem Tempo. Ausatmen, nach oben rollen. Ausatmen, ganz langsam wieder tief rollen. Ja.
Jetzt bleibst du dann oben, halte dich hier, halte und versuch deine rechte Fußspitze und deine linke Ferse anzuheben. Und dann wechselst du linke Fußspitze, rechte Ferse und wechseln. Und wenn das gut klappt, dann kannst du schneller werden. So aktivierst du deine Venenpumpen, deine Waden. Und natürlich ist das auch Koordination. Einmal rechts, einmal links. Wichtig ist, halte dein Becken wirklich ganz ruhig und stabil und versuch nur, deine Füße zu bewegen. Und dein Atem fließt natürlich. Spür die Rückseite, Gesäß, Oberschenkel. Und komm wieder zurück, Fersen runter, roll dich langsam ab. Deine Knie nacheinander ranziehen, klein werden, kurz ganz fest ranziehen. Und dann lässt du rechts angezogen und dein linkes Bein streckst du und wechselst. Ausatmen, links ranziehen, rechts strecken. Immer im Wechsel. Ein Bein ranziehen, das andere strecken. Versuche jetzt, wenn du streckst, zwei kleine federnde Bewegungen nach unten auszuführen. Ausatmen. Aus. Spür deine Bauchmuskulatur. Aus. Aus. Auf 4. Und dann halte angezogen. Entspanne, Arme neben den Körper und nun beide Beine zur Decke strecken. Einatmen, beugen und es muss gar nicht weit sein, so wie es für dich okay ist. Ausatmen, schieben. Einatmen, beugen. Spür die Kraft in der Körpermitte, wenn es du könntest die Hände auch unter dein Gesäß legen, wenn dir das lieber ist. Wie es für dich okay ist. Dann halte deine Beine gebeugt. Und versuche jetzt mit deinen Knien wegzukreisen, kleine Kreise beschreiben, mit den Händen unter dem Gesäß oder die Arme daneben. Ausatmen weg, einatmen ran. Noch 4. 3, 2, halte dann nochmal angezogen, stell deine Füße nacheinander auf und nimm deine Fußsohlen zusammen, lass die Knie nach außen kippen und spür, wie dein Beckenboden entspannen kann. Sehr schön. Kannst auch gern deine Augen schließen. Dann lässt du ein Knie zum anderen Knie dazukippen. Nimm den Kopf zur Gegenseite. Komm
nacheinander zur Mitte, zur anderen Seite. Komm nacheinander zur Mitte und dreh dich ganz rüber auf eine Seite und drück dich über die Seite gleich ein zweite auf deine Knie. Mach deinen Rücken nochmal rund, bewege ihn in allen möglichen Richtungen, egal wohin. Stell deine Füße auf. Komm auf deine Füße, stütz dich ab und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Lass locker, fleißig, Schultern lösen. Atme ein und beide Arme nach oben. Atme aus und lass sie fallen. Atme ein, über vorne, Brustbein heben. Noch einmal, zieh dich dann nach oben auf deine Fußspitzen, versuch dich zu halten. Finde die Balance, blick in den Horizont. Komm dann tief auf die Fersen, sehr schön. Öffne deine Arme. Lass sie nochmal sinken. Und ein letztes Mal einatmen, mach dich lang, streck dich zur Decke und räkel dich, zieh dich lang, vielleicht in deine Lieblingsrichtung, wo du noch das Gefühl hast, du möchtest dich hinbewegen, da bewegst du dich jetzt noch hin. Öffne deine Arme und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du spürst dein Powerhouse, deine Körpermitte. Wenn ja, gerne kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese alles. Wenn ich es nicht schaffe zu beantworten, nicht böse sein. Ich lese jeden Kommentar. Wenn es dir gefallen hat, drück Gefällt mir. Und wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit wertschätzen, mich unterstützen. Der Link ist unter dem Video, der nennt sich Steady. Deine Unterstützung mit zum Beispiel monatlich 2,50 Euro oder 5 Euro könntest du das tun. Dankeschön. Kannst aber auch ganz einfach meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Dann bekommst du immer mit, wenn wieder ein neues Video kommt, wenn du die graue Glocke drückst und auf alle klickst. Ansonsten schau auf meinen Kanal, da findest du eine ganze Playlist mit Pilates. Vielleicht macht dir Pilates besonders viel Spaß, dann schau einfach mal da drauf. Ansonsten findest du da viele andere Themen noch geordnet eben in den Playlists. Oder wir sehen uns ganz einfach bei unserem nächsten gemeinsamen Workout. Ich freue mich schon.